kann heiß laufen von draußen. Der nimmt fast 5 Würfel pro Spiel und über 50% ist natürlich meine Ansage. Das ist die Starting Five des MBC. Keine großen Überraschungen, wenn es nicht noch eine kurzfristige Änderung vom Trainer gegeben hat. Also Hatton, Jones, Drenovac, Pinkins, Pantelic würde bedeuten, dass Andrew Warren erstmal wieder nur von der Bank kommt. Aber das hat ja nicht so wahnsinnig viel im Basketball zu sagen. Dann ist er halt die ersten 3 Minuten draußen und dann kommt er rein. Der Rückkehrer aus Japan zurückgekommen. Und werden wir hier einen Blick auf die Bremerhavener werfen. Gucken wir auch mal auf deren Starting Five. Da gibt es eine Änderung. Hulst und Bernie Mescal auf den Aufbaupositionen und Johnson für nachgeladen hat. Jetzt geht's los. Und die Gäste eröffnen. Das ist Jordan Hulst mit der Nummer 10. Beide Teams versuchen schnell zu spielen. Der MBC passt dabei deutlich besser auf den Ball auf. Das ist schon überraschend, weil der MBC das zweitschnellste Team der Liga ist. Erste Punkte für die Bremerhavener über Geoffrey Gossel. Das war sehr leicht. Da war er, glaube ich, selber ein bisschen überrascht, dass er so einfach den Ball im Korb unterbekommt. Die Bremerhavener wegen Hals. Ein sehr gutes Dreierteam. Ein Team, was gut reboundet. Das hat die Gajovic ja gesagt. Pinkins. Erster Treffer von draußen. Generell die Wölfe etwas offensiv stärker machen, mehr Punkte pro Spiel, lassen aber auch mehr Punkte zu. Gute Verteidigung in dem Moment, nur noch 4 Sekunden. Brandon Mescal, zu kurz. Die Bremerhavener sind offensiv etwas schwächer auf der Brust, wenn du die komplette Saison hernimmst, aber dafür defensiv etwas weniger anfällig. Lamont Jones, eieiei. Zwei schnelle Dreier in Folge für die Hausherrin. Es geht bei den Gästen wieder über Geoffrey Grosell. Und das Foul von Giorgio Pantelic. Und ich bin mir ziemlich sicher, auch wenn er sich da in Richtung Oliver Krause beklagt, dass er da ganz klar Geoffrey Grosell am Arm getroffen hat. Das war nochmal der Dreier von Momo Jones. Davor Pinkins. Und jetzt die Freiwürfe. Grosell. Schwacher Freiwerfer. Nur 46%. Immer wichtiger im modernen Basketball, dass du auch als großer Spieler Freiwürfe triffst. Gelingt ihm noch nicht so wahnsinnig in dieser Saison. Jones. Nächster. Schwerer Abschluss. Aber auch der passt. Also der MBC hier ohne Scheuklappen zu Beginn, was die Offensive angeht. Aber Johnson. Jetzt gegen Pinkins. Baptiste gegen Drenovac, da hat er physische Vorteile, kein guter Pass nach draußen. Johnson muss. Nee. Verteidigung hat jetzt ein, zwei Mal schon ganz gut funktioniert hier beim MBC von Beginn an. Allerdings muss man auch sagen, es fehlt noch so ein bisschen der offensive Rhythmus bei Bremerhaven zum Start in dieses Spiel. Pinkins direkt der Nächste, Rebound Johnson. Erste 2,5 Minuten sind gespielt. 5 Punkte Führung für die Hausherrin. Und das war gut gemacht, clever gemacht, smart gemacht von Jordan Hulst. Kurze Verzögerung, täuscht den Pass an und dann der Korbleger. LeBron Jones kommt an die Linie. Von Grosell. Hier sehen wir nochmal Hals. Achten Sie mal drauf, wie er gleich nochmal den Pass nach draußen so ein kleines bisschen nur andeutet, dem Gegenspieler. Und der lässt ihm deswegen den Weg zum Korb offen. Lamont Jones über 16 Punkte pro Partie. Vom Mann aus Harlem. Nur 2 Mal in dieser Saison, dass er nicht zweistellig gepunktet hat. Der Pass.
letzten 10 Spielen. Lamont Jones mit fast 19 Punkten im Schnitt. Also da hat er wahnsinnig gut abgeliefert. Wieder hat Bremerhaven Probleme. Und dann ist die Uhr abgelaufen. Der MBC mit einer Zonenpressverteidigung da. Zwei Mann vorgezogen, die es dem Spielaufbau der Bremerhavener schwer machen sollen, aus der eigenen Hälfte rauszukommen. Das ist ihnen gelungen in dem Moment. Das macht der MBC gerne in dieser Saison. Dieses Anpressen in der gegnerischen Hälfte. Jones kommt. Marcus Hatton, kein gutes Anspiel, gut aufgepasst von Hals. Klasse gespielt von Jordan Hals. Wunderbar auf Karl Baptist und der ist halt 2,8 Meter pure Athletik und jagt ihn dann da durch. Schönes Anspiel aber dazu vom Zehner der Bremerhavener. Wieder hat er die Hand dran. Diesmal gibt's die nächsten Freiwürfe. War da ein bisschen spät gegen Drenovac. Hier nochmal. Wunderbar, wie er den da durchsteckt. Drenovac lässt ihn da zum Korb durch den Baptist. Giorgio Drenovac offensiv sehr wertvoll. Defensiv kann das einer sein, über den es bei Bremerhaven heute vielleicht immer mal wieder gehen soll. Denn da hat er schon seine Baustellen. Ganz sicherer Freiwerfer. Aber der passt. Und wieder sehen Sie es, Hatton und Jones, die vorne so ein bisschen stören sollen. Und das hat Bremerhaven dann jetzt mal besser gemacht, den Druck überspielt. Randy Mescal, der zweite X-Faktor, wenn man so will, bei Bremerhaven, der Kanadier. Gutes Anspiel. Ja, und das ist so ein bisschen ja auch das gewesen, was Jovovich in Ansätzen angedeutet hat. Am Korb mit Baptist und Roussel. Da ist heute was möglich für Bremerhaven. Franzelic, Pinkins. Pinkins. Chance für die Gäste zum Ausgleich, beziehungsweise vielleicht sogar zur Führung. Als, ja. Naja. Den gönnen sie ihm. Verschafft sich ein klein bisschen Freiraum. Und nutzt das. Lamont Jones, schon 6 Punkte von ihm. Fast der Ballverlust. Grosser muss wieder hinten rein aus Bremerhavener Sicht. Jetzt hat der MBC offensiv mal ein paar Probleme und den Rhythmus so ein bisschen verloren. Hals rutscht da weg. Pech aus Sicht der Gäste. Hatton, Pinkins, kein gutes Foul. Wir wollten Jeffrey Grosell. Da muss er dann im Zweifel einfach wegbleiben. So schickt der Pinkins nochmal an die Linie. Hier Ballverlust oder geht's schnell? Hatton. Haben wir jetzt im ersten Moment gar nicht so viel Foul erkennen können. So, und da hinten haben Sie es gerade vielleicht noch ganz kurz gesehen. Arne Woltmann holt Grosell vom Feld. Das war nämlich schon sein zweites persönliches Foul. Kessen Sie es dafür drauf. Und er zeigt ihm auch nochmal an. Stell dich einfach hin, mach die Arme hoch, aber bleib in deiner Verteidigungsposition und gönn dem MBC da keinen Foul. Halt nochmal im Hinterkopf, die zwei Fouls von Grosell. Als Brahani Mescal drückt sofort ab und er passt zum Ausgleich. 42% seine Quote von draußen bei 5 Versuchen, auch mehr als stattlich. Zuletzt 20 Punkte beim Heimsieg gegen Würzburg. Jones. Drenovac. Treffen sehr gut hier zu Beginn von der Dreierlinie. Johnson deutlich zu lang.
Ballbesitz MBC. Alle Bremerhavener signalisieren nie im Leben. Das war der Dreier. Das ist der typische Drenovac-Wurf. Der wirft ihn eigentlich mehr oder weniger mit einer Hand weg. Nimmt seine rechte Hand, der Linkshänder, sehr früh vom Ball. Lamont Jones geblockt von Kessens. Aber sowas von staubtrocken blockt er den da weg. Haut's. Dominic Johnson. Muss rein eigentlich in dem Moment. Ist natürlich trotzdem ein offener Dreier, den du als Trainer sehr gerne siehst, dass deine Mannschaft ihn nimmt, ob er dann halt drin ist oder nicht. Aber das war schon in Ordnung. Andrew Warren. Der Rückkehrer vor zwei Wochen aus der zweiten japanischen Liga zurückgeholt. Hat er nicht so wahnsinnig viel gespielt. Schweres Ding von Hals. Viele Punkte hier. Wir haben noch über drei Minuten in diesem Viertel. 19:17 schon. Renovac. MBC nimmt gerne mal Dreier früh in der Shotblock, wo noch viel Zeit eigentlich für den Angriff ist. Brandon Mescal, Baptist. Ja, und der passt. Und der passt. Ivan Elliott ist auf dem Parkett. Verteidigt jetzt gegen Karush. Pantelic. Warren, Drenovac, Head, langer Zweipunktwurf, der passt zwar mit dem Fuß, aber ganz klar auf der Linie. Führung wechselt wieder. Und wieder muss Hals da aufpassen, also Hatton macht ihm das Leben schwer. Dreier aus der Bewegung, passt, der ist so trocken von der Dreierlinie. Jordan Hals, 2 von 2. Ganz schnelle 10 Punkte von ihm. Letzte 2 Minuten in Viertel Nummer 1 laufen. Karush. Also ich bin ganz ehrlich, wenn das so weitergeht, dann knacken wir heute auf jeden Fall auf beiden Seiten die 100 Punkte. Ist bislang noch nicht so wahnsinnig viel mit Stops und Verteidigung. Bernie Mescal, langer Rebound, landet bei den Gästen. Aber das wird sich auch irgendwann erfahrungsgemäß wieder ein bisschen nach unten korrigieren. Die Quoten. Ivan Elliott, auch nicht drin. Jetzt fangen beide Teams dann auch mal an, ein bisschen was nicht zu treffen. Nächstes Foul. Jordan Hals provoziert es, weil er da aufs Gaspedal tritt. Spieler wechselt seine Mannschaft Nummer 12 für George Pantelic. Und der unsaubere Block von Pantelic. Auch für ihn das zweite. Das gleicht dann wiederum die zwei persönlichen von Jeffrey Grosell so ein bisschen aus. Beide Starting Center, also erstmal an der Foulfront vorbelastet. Letzte Minute läuft schon. Sehr kurzweiliges Basketballspiel bis hierhin. Das ist Bussi. Ja, naja. Trey Bussi. MBC kann nicht ausspielen. Bremerhaven kriegt den Ball nochmal. Noch 10 Sekunden für den Angriff. Drenovac. Loga aus der Mitteldistanz. Letzter Angriff für die Eisbären. Ja, ja, und Arne Woltmann fuchtelt da unten mit den Armen und zeigt an, hey, wir haben den letzten Angriff. Kein schneller Abschluss. Lass die Uhr runterlaufen. Wir führen hier. Bussi. Blockkopf von Kessens. Jetzt muss langsam was passieren. Jordan Hals. Wird tatsächlich beim Dreier von Marcus Hatton gefoult und geht dreimal an die Linie.
Nummer 1, Wölfe, Markus Hett, erstes und drittes Teamfoul gezählt. Danach sind noch 2,8 Sekunden. Markus Hatton war da dran an der Hand, am Arm von Jordan Hals. Der ist natürlich auch, schauen Sie mal die Freiwurfquote an. Also, ich habe das Gefühl, der könnte sich auch auf ein Bein stellen und ein Auge zumachen und er würde wahrscheinlich trotzdem treffen. Er hat halt auch einen wahnsinnig schnellen Release. Das heißt, wenn er den Ball bekommt, kann er wahnsinnig schnell den Dreier abdrücken. Das macht es für den Verteidiger schwierig, weil du bist noch mehr unter Zeitnot, da hinzukommen. Auch der sitzt. Letzte 2,8 Sekunden. Fast 30 Punkte für Bremerhaven hier. Da kommt nochmal Hatton. Der war gar nicht mal so schlecht, aber er ist nicht. Beide haben auch gleich viele Feldwurfversuche genommen, aber die Bremerhaven haben halt zwei mehr getroffen. Sergio Kerusch gegen Ivan Elliott. Kriegt den nicht im Korb unter. Bassi. Brandon Mescal, wieder Bassi. Gut gemacht. Gut gemacht vom Kanadier. Durchgesteckt auf Kessens. Wieder Punkte. Also bei den Bremerhaven stimmt die Balance bisher. Zwischen von draußen werfen, aber auch zum Korb kommen. Macht sie schwer ausrechenbar. Und auch das ist ein Hauptgrund für die 31 Punkte bisher. Warren mit dem schlechten Pass. Aber Hatton, was für eine starke Verteidigungssituation da von ihm. Brandon Mescal. Und dann das Foul von Sergio Kerusch. Aber stark von Marcus Hatton, wie er da den Ball klaut. Stark von Marcus Hatton, wie er da den Ball klaut. Gibt noch kurz Diskussion mit Jovovic und Oliver Krause. Bleibt aber bei Ballbesitz für die Herrschaften in den hellen Trikots. Trey Bussi. Wieder Johnny Brandon-Mescal, diesmal ist er nicht drin. Pinkins sichert den Ball. Warren, guter Pass hinten raus von Marcus Hatton. Wunderbarer Autopass, schnell nach vorne das Ding. Und Warren mit den ersten Punkten in diesem Viertel für den MNC. Loger foul Kessens. Benjamin Bartz stand genau daneben. Nochmal Warren, dann im 1 gegen 1 gegen Bossi mit der linken Hand. Arbeitet er da so ein bisschen gegen den Block von seinem Gegenspieler und fängt ihn dann im Korb unter. Gleich noch ein Foul. Marcus Hatton diesmal. Martin Glover, was? Pardon? Ivan Elliott. Und das ist das, was ich meine bei Bremerhaven. Sie treffen von draußen, aber sie kommen auch zum Korb. Auch wenn das von Elliott jetzt ein langer Zweipunktversuch war, aber trotzdem. Machen das Feld immer wieder breit. Nächstes Foul. Diesmal von Bremerhaven. Von Ivan Elliott. Igor Jovovic. Grübel, sein Team hat, um es mal ganz platt zu sagen, in der Verteidigung noch nie so wirklich den Zugriff hier. Warren, gut ausgespielt aus dem Block von Glover. Der Pass von Hatton, gut getimt. Und er sitzt.
Warren führt sich wahnsinnig gut ein. Ist heute erst sein drittes Spiel, seitdem er zurückgekehrt ist. Aber er liefert sofort wieder, produziert sofort wieder. Ist ja der Grund dafür, dieser Andrew Warren, dass Jordan Seibert aktuell keine Rolle mehr spielt. Er hat genau sein Wurfvolumen übernommen. Also die Anzahl der Würfe pro Spiel sind fast deckungsgleich. Und Seibert ist der Leitwagen. Gutes Anspiel. Ja, da hatten sie Bruce Pickens irgendwie aus den Augen verloren. Auch natürlich Cheftrainer Erfahrung hat Köln bei den Mainstars unter anderem Coaching-Erfahrung hat dann übernommen. Liegt sicherlich auch daran, dass Sebastian Machowskis Vertrag ja noch läuft und ein neuer Trainer das Budget weiter belastet hätte. Randy Mescal auf Kessel. Sie kriegen weiter diese Mischung gut hin in der Offensive Bremerhaven. Und das bis hierhin ohne Jordan Hartz auf dem Parkett in diesem zweiten Viertel. Also das ist schon mal ein gutes Zeichen. Andrew Warren. Boah. Der Fadeaway, also ein Rückwärtsfall gegen Adrian Breitlauf. Dieser schwere Wurf, den er trifft. Steht auch schon wieder bei 9 Punkten heute. Der Warren. Da ist er ein bisschen zu nah dran an Breitlauf. Adam Breitlauf, 24 Jahre alt, bei den Eisbären im Programm ausgebildet, heute sein 17. Spiel. Dieser Spielzeit. Auch der ist nicht drin, aber Karl Baptist schnappt sich tatsächlich diesen Ball. Verliert ihn aber dann wieder. Hatton, Warren. Lamont Jones. Das ist genau das, wovor Arne Woltmann gewarnt hat. Transition Offense. Wenn sie schnell umschalten, die Wölfe, und dann den Abschluss suchen, in dem Fall nicht von Erfolg gekrönt. Muss eigentlich über Kessens gehen. Genau, da ist nämlich Hatton. Der gambelt ein bisschen, dass er irgendwie den Ball da noch klauen kann. Gelingt nicht und Kessens wird wieder gefoult. Erstes Foul von Turudic. Naja, er geht halt rein in den Gegenspieler. Also nach oben verteidigt hat er dann nicht in dem Moment, sondern nach vorne in den Gegenspieler rein. Baptist arbeitet da wieder gut, auch wenn er den am Ende nicht bekommt, aber der gibt keinen Ball verloren. Lamont Jones. Nächstes Foul. Jones geht zu Boden. Foul von Kessens. Brennerwitz wieder drauf. Pantelic ist zurück. Jetzt also die Wölfe ohne Marcus Hatton, der mal verschnaufen darf. Bis hierhin schon wieder am längsten auf dem Feld stand beim MBC. Jetzt also
Panther, die Spinkins, Drenovats, Warren und Jones. Da sehen Sie es wieder. Warren und Jones, die vorne erstmal aufnehmen. So, jetzt sind es dann halt nur noch 15 für den Angriff bei Bremerhaven. MBC ist wieder auf 3 ran. Und Bassis Pass ist nicht genau genug. Jones. Warren. Ausgleich. Zonenverteidigung beim MBC. Die muss in Bewegung bringen. Am besten, wenn du den High Post besetzt und weiter gefährlich von draußen bleibst. Kessens über die Grundlinie. Weg ist zu Pinkins. Gut gearbeitet. Bremerhaven bleibt im Ballbesitz. Nochmal Warren. Bassi zu spät, der geht jetzt auf die Bank. Dominic Johnson ist drauf und ich glaube, der soll sich gleich darum kümmern, hier den Andrew Warren als Verteidiger mal ein bisschen runterzukühlen. Igor Jovovic hat ja nicht umsonst auch vor dem Spiel nochmal darauf hingewiesen, wie wichtig er in der vergangenen Saison eben gerade auch als dieser Lockdown-Verteidiger war, der es gegnerischen Spielern schwer macht. Was die Würfe angeht. Kessens, Bremerhaven, offensiv flutscht es nicht mehr ganz so. Und schon ist der MBC wieder dran. Lamont Jones. Zweitbester Scorer beim MBC bis hier. Baptiste wieder von draußen. Jetzt die gute Phase der Hausherren. Drenovats bringt sich an die Linie. Arne Wortmann hat die Auszeit schon angekündigt beim Kampfgericht. Denn das Pendel schlägt ganz klar. Punkteführung für Orange. Weiterhin Zonenverteidigung beim MBC. 2 vor, 3 hinten. Hals. Der Floater passt nicht. Hat er Glück, dass er den Ball nochmal bekommt. Rani Mescal. Was für ein Dreier aus der Bewegung. Von Johnny Brandon Mescal. Zu seinen 6 Punkten heute auch noch 4 Assists. So, das war ein Offensivfoul von den Wölfen. Ballbesitz Bremerhaven. Es ist heute auch, das weiß auch er, das hat Arne Woltmann vor dem Spiel nochmal bestätigt, es ist auch ein Nervenspiel. Man muss, so gut es geht, die Tabellensituation ausblenden. Bremerhavener dürfen sich nicht von der Kulisse beeindrucken lassen, der MBC aber auch nicht. Ja, klar ist das ihr Wohnzimmer, aber manchmal wirst du vielleicht auch einen Tacken zu sehr gepusht. Hätten. Ray Warren blockt Brandon Mescal und der Kanadier dann mit dem Foul. Kleine Revanche-Aktion von ihm hier. War noch ein wenig verärgert darüber, dass Andrew Warren ihn da einfach weggeblockt hat. Na gut. Da war das dann sauber. Im ersten Moment sah es noch aus, als war da viel Kontakt an Arm. Aber dann passte das. Lamont Jones. Drenovats. Lamont Jones splittet da die Verteidiger. Geht einfach zwischen den Verteidigern durch. Und dann ist Pantelic zur Stelle.
2,5 bis zum Halbzeitbreak. Halt, Brandon Musker, bestens. Das macht er natürlich sehr hübsch. Täuscht an, dass er Richtung Grundlinie sich dreht, dreht sich dann doch in die andere Richtung auf, kommt vorbei an Pantelic und kann ihn dann relativ unbedrängt im Korb unterbringen. Dinkins. Baptiste hat wirklich alles versucht, ihn da am Scoren zu hindern. Karl Baptiste. Tipp-in von Kest. Es regnet, hier bald Punkte satt in diesem Spiel. Lamont Jones. Warren. Fällt raus. Hals gegen Pinkins. Wo ist das Mismatch, was wir ausnutzen können? Jordan Hals. Bruce Pinkins. Mit dem nächsten Block. Spielerwechsel bei der Mannschaften. Rossell ist wieder drauf. Mal schauen, ob er ohne weiteres Foul durch diese letzte Minute kommt. Pinkins. Sein erstes persönliches. Gibt sofort die Freiwürfe für Bremerhaven. Kommt aus Belgien, dann im Sommer den Vertrag verlängert, hat davor im Kosovo gespielt, da ist aber Meister geworden. Hat in Polen gespielt. Und weiter geht's! Und bringt hier seine Farben wieder vor. Gleich die letzte Minute. In Halbzeit 1. Brenovac aus der Ecke. Ja. Schnelle, scharfe Pässe da beim MBC, die am Ende zu diesem erfolgreichen Dreier führen. Das Foul von Marcus Hatton, der da den Gegenspieler festhält, abseits des Balls. Das war eigentlich ein gutes Anspiel da. Spielerwechsel immer. So, und Jovovic, ich konnte es schön verstehen. Cherouche hat er gerufen. He's alone on the layup. Ja, also wenn es das Foul nicht gegeben hätte, hätte es den einfachen Korbleger gegeben für Bremerhaven. Wir sehen Marcus Hatton mit 3 Fouls vorbelastet. Auf Pinkins. Zu leicht. Aus Bremerhavener Sicht. Das meine ich. Manchmal kollabieren die Verteidigungslinien hier schon ganz schön in diesen ersten beiden Vierteln. Auch der sitzt Jordan Hals. Letzter Angriff vor der Pause. Pinkins von der Birne mit dem offenen Dreier. Er steht völlig allein. Es gibt auch nicht nochmal den Abschluss für Bremerhaven. In Führung liegen. Durch den Dreier von Cruz Pinkins kurz vor dem Ende von Viertel Nummer 2. 52-50. Bremerhaven eröffnet von links nach rechts. Mit einem schönen Pass von Grossell auf Bernie Mescal. Und den macht er dann normalerweise eigentlich rein. Wollen wir mal gucken, wie beide Teams hier rauskommen. Pinkins 15, Warren 12, Jones jetzt 13 beim MBC. Auf der anderen Seite Hals mit 19 Punkten.
in den ersten 20 Minuten. 5 von 7 aus dem Feld. Alle 7 Freiwürfe waren drin. Grossel. Jeffrey Grossel. Oh, und da muss er vorsichtig sein. Ja, das gefällt Giorgio Pantelic nicht. Da gab es noch mal einen kleinen Blick ins Gesicht von Giorgio Pantelic. Auch mal seinen Frust über die vermeintlich harte Verteidigungsweise von Pantelic ihm ins Gesicht gebrüllt. Also das dürfen wir jetzt dann beobachten in den nächsten 2-3 Angriffen. Die beiden Büffel gegeneinander, denn Pantelic, der serbische Türsteher, das wird er nicht auf sich sitzen lassen wollen. 8. sind wir unten links auf die beiden. Da kommt Pantelic hoch zum Block. Lamont Jones, ja, da schickt er Jeffrey Grossel aufs Eis. Der kann gar nicht so schnell stoppen. Dann nutzt er seine Schnelligkeit und seine Wendigkeit aus einfach. Lamont Jones. Und macht die Punkte. Grossel gegen Pantelic. Baptist steht im Aus. Ballbesitz MBC. Wieder gegen Grossel. Und das war kein gutes Anspiel. Kann Pantelic nichts mitmachen. Überzahlsituation. Black auf Baptiste. Kein guter Pass auf Karl Baptiste. Es gibt die Entscheidung. Schrittfehler Bremerhaven. Also das müssen sie besser ausspielen. Fabian Black täuscht den Pass dann nochmal an. Und dann Baptiste kriegt den Ball zu spät auf den Boden gelegt. Da hat er beide Füße schon bewegt. Also da läufst du 3 gegen 1 Fast Break und spielst ihn so aus. Ärgerlich. Foul von Baptist. Auch Karl Baptist mit seinem zweiten persönlichen Foul. Geht vom Feld, Ivan Elliott kommt zurück. Karl Baptist, was für ein Modellathlet. Schauen wir mal, was das für ein Kraftpaket ist. Könnte auch als Vin Diesel-Double durchgehen. Vielleicht was für nach der Basketballkarriere. Und steht immer noch da unten und diskutiert mit Arne Woltmann. Tippin, Pantelic. Und Rossell ist weiter am Diskutieren mit dem Schiedsrichter. Also die behaken sich da ordentlich in Courtney. 7 Punkte Führung für die Hausherren. Jordan Hals. Black über die Grundlinie. Und Rossell vom Feiern ausgestreckten Arm von Pantelic, aber nicht in den Korb. MBC ist ein Team, was viel wirft. Viele Dreierversuche pro Spiel. Johnny Brandy Mascal macht da seine Punkte 7, 8 und 9. Er steht bei 3 von 9 aus dem Feld bis hierhin. Alle 3 erfolgreichen Dreier kamen von der 3-Punkte-Linie. Sie brauchen noch ein bisschen mehr Produktives vom Kanadier. Renovac tanzt Richtung Korb. Auch das ist zu leicht. Grossel gegen Pantelic. Jones. Auszeit. Bremerhaven. Einfach den Rang abgelaufen hat. Bremerhaven ist das Team mit den wenigsten Assists pro Spiel. Also nicht so wahnsinnig viel Teamplay. Viel dann auch 1 gegen 1 auch zu Saisonbeginn. Immer wieder Bernie Mascal auf Jeffrey Grossel. Schön gespielt. So
willst du rauskommen aus einer Auszeit. Jones, Elliott stellt Pinkins zu. Nur noch 6 Sekunden. Lamont Jones, Pantelic. Offensiv Rebound Cruz Pinkins, Foul Ivan Elliott. Pinkins, der Neuzugang aus Hanau vor der Saison aus der zweiten Liga gekommen. Seine erste Saison in der BBL. Und die kann sich mehr als sehen lassen. Mit dem Mix aus Punkten, Rebounds, auch dem einen oder anderen Assist, den er pro Spiel immer wieder verteilt. Heute steht er bei 17 Punkten, genau wie Lamont Jones auch. Scoring auf viele Schultern verteilt bei den Wölfen. Black kommt er da durch. Trenovac macht es ihm einigermaßen schwer, aber nicht unmöglich, den im Korb unterzubekommen. Lamont Jones. Kurze Verzögerung, Drenovac. Hals an Jones dran. Und er passt. Oh, und er ist schon wieder im Scorer-Modus, dieser Lamont Jones. 20 Punkte. Der Blick nach dem Dreier spricht Bände. Brandon Mescal mit der Antwort. Foul Sergio Kerouche. Spielerwechsel mit 10, Nummer 7 Wölfe, Sergio Kerouche. Zweites Team-Foul, mit 10. Oh my, Johnny Burani Mascaro. Der Schwarz hat es ja auch gesagt bei uns in der Halbzeit. Im Hafen will halt. Schnelle Abschlüsse generieren. Das sah für mich gerade übrigens aus, als wäre Lamont Jones dann mit dem Fuß auf der Linie gewesen. Bei diesem Wurf. Elliott soweit. Offensiv-Rebound, Rose. So, und dann knallt er den da durch. Offensiv-Rebound Nummer 9 von Bremerhaven im heutigen Spiel. Drenovac. Das Foul von Black. Elliott zu Boden gegangen. Spielerwechsel mit 10. Pinkins vom Feld mit seinen 17 Punkten. Georgi Drenovac. 11 Punkte, 4 von 4 von der Freiwurflinie. Mal auf die Vorbelastung bei beiden Teams gucken. Bei Bremerhaven alles okay. Beim MBC gibt es Pantelic mit 3. Er ist deswegen auch gerade nicht auf dem Feld, sondern zu Joga. Und Markus Heppen mit 3 persönlichen Fouls. Ivan Elliott, Rossell. Da müssen sie drüber gehen. Da hat er einfach Vorteile gegen Till Gloger. Und die nutzen sie. Rossell jetzt auch schon bei 13 Punkten. Warren. Hatton. Offensiv, Rebound von Kerouche. Und am Ende ist der Ball bei den Eisbären. Halt
legt ihn rein. And one. Jordan Hulse. Schnelle Füße, hoher Abschluss übers Glas. Und der Bonusfreiwurf. Jordan Hulse. In den USA werden ja immer staatenweise so wunderschöne Awards vergeben. Er war mal Indianas Mr. Basketball 2009, damals zu seinen College-Zeiten. Sieht auf der Visitenkarte doch ganz nett aus. In den letzten zwei Spielen war Hulse überschaubar, was die Produktion angeht. Heute steht er bei 22. Zuletzt waren es 6 gegen Ludwigsburg und 11 gegen Würzburg. Heute packt er drauf. Hatton auf Pantelic. Und auch den kriegt er in den Korb. Für den Hinterkopf Pantelic und Hatton. Beide sind auf dem Parkett. Beide 3 Fouls. Und deswegen, ja, Rickfuss hat dann diesen Abschluss, aber er macht den nicht. Dreier, Georgi Drinovac. Der MEC mit 50% von draußen. Jetzt kommt nicht durch. Marcus Hatton. Pinkins. Benovac. Ball muss eigentlich weiter wandern. Pantelic. Hatton. Pantelic. Rebound Ivan Elliott. Spielerwechsel in Bremerhaven. Irgendwie reingemurmelt von Jorge Pantelic. Plus 6 für den MBC, 1,5 Minuten. Ein Viertel Nummer 3. Kessens. Airball, Trey Bussi. Ah, jetzt. Um mal auf die Geste von Arne Woltmann zu deuten. Nicht unbedingt der Abschluss, den er gerne wollte. Pantelic. Johnson. Letzte Minute los. Hulse. Ball war fast weg. Jordan Hulse. Und trotzdem kriegt er den noch im Korb unter. Es ist die One-Man-Show auf Bremerhavener Seite bislang. Acht Sekunden für Warren. Black passt gut auf. Oh, da sind zwei zusammengeprallt. Warren und Dominic Johnson. Ludwigsburg, Braunschweig, München, alle auswärts. Da täte der heute sehr, sehr gut. Pantelic wühlt sich Richtung Korb. Und er kriegt keine richtige Gegenwehr da am Ende beim Korbleger. Lässt ihn ganz sanft über die Hand abrollen, über die Fingerspitzen. Trey Bussi, letzter Angriff, Viertel 3. Jordan Hulse, klar muss der den Ball in den Händen haben und klar trifft er auch den. 2 Punkte am Ende nochmal. Deutschland. Rein geht's, kriegt der MBC das Ding über die Ziellinie geschoben. Noch ist hier alles möglich in jedwede Richtung. Andrew Warren beginnt mit diesem Dreier aus dem Dribbling. Running
Mascarell mit der Antwort. Er hat den schlechtesten Plus-Minus-Wert bei allen Bremerhavener Spielern bislang. Also wenn er auf dem Feld ist, dann sieht es eigentlich nicht so pralle aus für Bremerhaven, aber er hat halt auch schon 15 Punkte erzielt und er nähert sich langsam einer guten Feldwurfquote. Pantelic, Drenovac, Offensiv-Rebound Pantelic. Und Voigtmann ist fuchsig, dass sie dem diesen Offensiv-Rebound erlauben. Drenovac, Warren. Und der nächste Offensiv-Rebound, das nächste Foul. Es ist schon interessant. Es hätte auch ein ganz anderes Spiel heute hier geben können mit dieser Brisanz, mit dieser Tabellenkonstellation. Wenn man mal guckt, beide Teams nur 6 Ballverluste, so viele Punkte in jedem Viertel, jedes Team mindestens 21 Punkte. Es hätte auch gut und gerne so sein können, dass wir heute viel mehr Fouls, viel mehr Intensität in der Defensive bekommen. Aber so ist es natürlich deutlich angenehmer anzuschauen, weil halt phasenweise jetzt nicht so wahnsinnig intensiv verteidigt wird. Jetzt hat der MBC mal den Fehler begangen. Ballbesitz Bremerhaven. Ja, nee. Das ist schon in Ordnung, der Pfiff. Giorgio Pantelic kann sich beklagen, aber das ist schon in Ordnung. Das ist sein 4. persönliches Foul. Weil er da mit den Armen über dem Kopf vom Gegenspieler hantiert und nichts zu tun hat dort, die Arme. Achten Sie jetzt nochmal drauf. Da gehen die Arme nach vorne, hier. So, und das darf er nicht. Der muss dem Gegenspieler erlauben, gerade nach oben zu springen. Und das tut er in dem Fall nicht. 4. persönliches Foul. Und er muss jetzt erstmal ein bisschen sitzen. Wird ganz am Ende natürlich nochmal wiederkommen. Aber das ist natürlich eine Schwächung für den MBC jetzt. Wie gesagt, du darfst da nicht als Verteidiger mit den Armen über deinem Gegenspieler rum hantieren. Nach vorne. Kessler einliegen lassen. Benedikt Turudic ist jetzt in Abwesenheit von Pantelic gefordert. Ballverlust, MBC. Der Ball war dermaßen hart gepasst. Den kann Drenovac nicht verarbeiten. Baptist auf Kessens gegen Pinkins. Kessens. Gut von Bruce Pinkins. Stark von Pinkins. Richtig stark von Pinkins. Brandon Mascarell dann mit dem Foul am Ende. Klaut den Ball. Sichert die Murmel da noch vorm Aus. Also das war eine richtig, richtig gute Aktion. Ramon Jones gegen Brandon Mescal. Ramon Jones. Nee, da macht Kessens die Tür zu. Das war sehr optimistisch. Jetzt so eine Phase, wo man dann doch mal ein bisschen Nervosität merkt. Da gehen mal ein paar Würfe nicht rein. Das Foul geht gegen Jones. Ramon Jones. Erstes Foul. Zweites Team von MBC. Weiter plus 3 für Weißenfels. Pinkins kriegt eine Pause, Carouche kommt zurück. Das war nach den ersten 3 Vierteln der MBC-Spieler. Mit dem schlechtesten Plus-Minus-Wert, also mit auf dem Feld. Hat man Bremerhaven 4 Punkte erlaubt. Baptist tankt sich durch. Das kann das Mittel sein über Baptist. Und Kessens jetzt gerade mit dem jungen Turudic unterm Korb beim MBC. Da noch mehr
Schaden anzurichten. Wieder ist der Ball weg. Brandon Mescal. Baptiste für drei. Baptiste nicht mit dem erfolgreichen Dreier. Rebound Turodic. Marcus Henn. Verteidigt von Trey Bussey. Dominic Johnson ist ganz nah dran an Andrew Warren. Und dann fault er. Brandon Mescal wird von Arne Woltmann runtergenommen. Jordan Hulse, der Topscorer dieser Partie, ist wieder drauf. Da unten links in der Ecke haben sie ihn. Einwurf Andrew Warren. Der hat jetzt den Kettenhund Dominic Johnson gegen sich. Marcus Hatton für drei. Beide Teams hören einfach nicht auf, von draußen zu treffen. Quoten immer noch exorbitant hoch. Das Foul von Kerouche. Viertes persönliches. Nochmal Hatton. Aus dem Block von Turodic. Über Kessens hinweg. Und der passt. Erst 5 Punkte heute von ihm. Aber der war ganz, ganz wichtig. Er war ein entscheidender Mann bei dem Spiel. Hat aber immerhin schon 8 Assists heute verteilt. Man darf ja auch nicht immer nur auf die Punkte gucken. Jetzt schafft er sich den Rebound. Es scheint so, als hätte der MBC diese kritische Phase erstmal überstanden. Andrew Warren für 3. Das Foul von Turodic, der Schuss, oder? Viertes Teamfoul schon. Ja, der Schiedsrichter hat es als Schubser eingeschätzt. Ging da in den Gegenspieler rein, Turodic. Entscheidung geht in Ordnung. Grossel. Und das nächste Foul von Turodic. Und das bringt Jeffrey Grossel an die Freiwurflinie. Das ist natürlich jetzt auch für seinen Coach so eine Abwägungssache. Turodic, der 21 Jahre alte junge Big Man, muss da jetzt unterm Korb arbeiten, weil Pantelic eben schon 4 persönliche Fouls auf dem Buckel hat. Und Igor Jovovic stehen natürlich gerne am Ende auf dem Feld hätte. Freiwürfe haben sie heute einige liegen lassen. Schauen Sie mal. Wenn sie die alle gemacht hätten, wäre es ausgeglichen das Spiel. Und Grossel auch der zweite nicht drin. Die Stadthalle kocht. Es sind noch 5 Minuten. Die Mannschaft kann die Führung ausbauen. Zonenverteidigung bei Bremerhaven. Interessante Variante. Jones. Und auch der ist drin. Auch der ist drin. Johnson. Offensiv-Rebound Grossel. Wo ist der Ball? Der Ball ist bei Bussey. Und der vertrippelt sich. Und Lamont Jones kann oben drauf packen. Auszeit Bremerhaven. 20 Punkte, 9 von 14 aus dem Feld. 4 von 5 von der Dreierlinie. Oder schlägt Bremerhaven nochmal zurück. Hey,
gibt die Freiwürfe für die Eisbären Marcus Hatton. Viertes persönliches Foul vom passionierten Bartträger. Fragt bei Benjamin Barth nochmal nach, aber so, kannst du schön nachvollziehen, wie Barth zu ihm sagt, okay, du willst um den Block kommen, du arbeitest da mit der Hand. Wird nicht der letzte Freiwurf gleich gewesen sein von Bremerhaven in diesem Spiel heute. Der MBC ist schon drüber über der Grenze. Bremerhaven hat noch ein Teamfoul offen. Wieder nehmen sie in dieser 1-3-1-Zonenverteidigung auf die Eisbären. Mit Grossel sehen sie es, da am Highpost an der Freiwurflinie positioniert. Und der Ball ist weg. Lamont Jones mit dem Turnover. Brandy Mescal macht ihn rein. Das Spiel ist noch lange nicht vorbei und Jovovic tanzt da unten wie ein Rumpelstilzchen an der Seitenlinie und zeigt an in Richtung seiner Spieler. Hey! Fokus! Interessante Variante mit Grossel da, der da die Mitte zumacht. Andrew Warren und sie kriegen keinen guten Wurf. Lamont Jones, Notwurf ist nicht drin, aber der Ball ist bei Turodic und der wird gefoult von Ivan Elliott. Und das tut Bremerhaven richtig weh. Diese Szene, da haben sie es eigentlich gut verteidigt. Der Wurf von Jones ist nicht drin. Und dann hier Sergio Kerusche, der gut arbeitet, obwohl Dominic Johnson sogar ihm da den Arm so halb noch einklemmt. Freiwürfe Turodic. Das ist so ein 70%-Werfer. Gleich kommt Pantelic zurück. Turodic. Erster daneben. Hat sich sehr geärgert darüber. Und den tippt Geoffrey Grossel weg. Keine 3,5 mehr. Rückstand aus Bremerhavener Sicht minus 8. Johanny Mescal. Johnny Johanny Mescal über Andrew Warren. Rebound bei Turodic. Und er verliert den Ball gegen Grossel. Nur noch 6. Und wieder diese Verteidigungsart von Bremerhaven. Grossel macht die Mitte dicht. Hatton und der MBC weiß nicht so richtig, was er dagegen machen soll. Turodic. Hatton, jetzt hat er den guten Dreier. Zu weit. Rebound Ivan Elliott. Jovovic hat die Auszeit schon angekündigt. Und das Foul von Lamont Jones. Ja, auch der ist drin. Also das ist 11 von 11 vor der Freiwurflinie. Das ist für den wie Schnitte schmieren für den Otto-Normalverbraucher. Und er macht beide und es sind nur noch 4. Wieder so ein Herzschlagfinale hier. Weiter die Zonenverteidigung bei den Eisbären. Was fällt Ihnen jetzt mal dagegen ein? Pinkins auf Pantelic, gut gespielt. Und das ist natürlich auch ein Mittel, wie du das da knacken kannst, weil du hast Brandy Mescal, der da hinten unterm Korb agiert. Stell ihm einen großen Spieler entgegen, dann geht da was. Halt. Letzte 2 Minuten laufen. Ivan Elliott aus der Bewegung, der Wurf. Ball ist orange. Jordan Pantelic jetzt mit einem Double-Double nach diesen Punkten gerade eben. 10 Punkte, 10 Rebounds. Pantelic. Jones. Rebound Johnson. Jordan Hals, ganz schwerer Dreier. Kriegt den Hals noch?
Einsatz kommt. MBC-Ball. Na, das sind 6 Punkte die Führung für die Wölfe. Sie versuchen jetzt Hals natürlich so gut es geht rauszuhalten. Bernie Mesker verliert fast den Ball. Bernie Mesker gegen Warren. Wieder ist der Ball fast weg. Und dann gibt es doch noch den Abschluss. Jeffrey Grossel, der Tipp-In von Elliott. Das gibt es doch gar nicht. Sprungballsituation. Ball bleibt bei Bremerhaven. Gut von Marcus Hatton, aber der besitzanzeigende Pfeil zeigt Richtung MBC-Korb. Der Erste, der nicht drin ist. Dann nochmal Elliott, wieder nicht drin. Sind das enge, hauchzarte Entscheidungen hier? Einwurf Dominic Johnson. Jones ist ganz hautnah dran an Jordan Hals. Grossel. Schrittfehler vom Center. Kann die vorentscheidende Szene gewesen sein, dieser Schrittfehler bei +6. Was macht der MBC aus diesem Angriff? Trifft er? Gewinnt er das Spiel? Das Foul bringt Lamont Jones an die Freiwurflinie. Lamont Jones heute 3 von 4. Macht er beide, sind sie auf 8 weg. Ganz wichtige Freiwürfe für den MBC. 25 Punkte heute, Lamont Jones. Passt. 81% seine Quote in dieser Spielzeit. Es sind 8 Punkte Vorsprung. Bremerhaven braucht schnelle Punkte. Schauen Sie mal, wie der Jones da dran ist an dem Hals. Er kommt trotzdem an den Ball. Und er bringt ihn an die Freiwurflinie. Rutscht da so ein bisschen weg. Beide rutschen da so ein bisschen weg. Ja, fackelt da Jordan Hals in die Parade. Freiwürfe für Mr. 100% von der Linie. 30 Punkte, 12 davon von der Freiwurflinie für den 27-Jährigen aus Bloomington, Indiana. Spürt der auch mal den Druck? Oder bleibt ihm das weiter alles völlig egal? Einfach so einen sicheren Rhythmus. Also würde mich sehr wundern, wenn er den jetzt daneben tut. Und er tut ihn daneben. Rebound Hatton. Er wirft ihn daneben. Und Hatton dann, der das gut macht, aus dem Doppeln raus und dann gefoult wird. Und von der Freiwurflinie das Spiel fast zumachen kann. Noch ohne Freiwürfe heute Marcus Hatton. Jordan Hals verwirft ausgerechnet diesen Freiwurf. Spielerwechsel. Hatton heute zum ersten Mal in der Linie. Der wirft in dieser Saison 85%. Riecht schwer nach Heimsieg. Es stinkt geradezu nach Heimsieg. Bremerhaven braucht ganz schnelle Punkte. Johnny Bernie Mesker, Ivan Elliott. Ivan Elliott nochmal, da ist er drin. Macht 7 vor, Warren wird gefoult. Sofort das Foulspiel.
Andrew Warren, auch der ohne Freiwürfe heute. Der hat bislang, seitdem er zurück ist, beim MEC noch keinen einzigen Freiwurf daneben getan. Er hat auch nur 4 geworfen bislang, aber die waren alle drin. Igor Jovovic, was wäre das für ein wichtiger Sieg? Sie fahren dieses Spiel tatsächlich von der Freiwurflinie nach Hause am Ende. Der ist noch mal daneben. Trotzdem, Bremerhaven hat 10 Freiwürfe liegen gelassen. Der MBC hat da deutlich sicherer getroffen. Elliott noch mal. Das war's. Der MBC schlägt Bremerhaven.